Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Weekly Shit. Dongyin Gun hat sein erfolgreiches Spiel Flappy Bird aus dem App-Markt genommen. Anscheinend ist ihm der Hype zu groß geworden. Täglich hat er damit $50.000 verdient. 50.000? Hä? Das ist krank. Er wollte das Ganze nicht verantworten, da das Spiel Suchtpotenzial hat. Oh nein! Ich kann gar nicht verstehen, dass das Spiel süchtig macht. Oh, komm, jetzt schaffe ich den Rekord. Ein paar YouTuber haben außerdem schon ein paar Videos zu Flappy Bird gemacht. Die sind echt geil. Zum Beispiel Breakout TV, der hat einen Fake-Trailer zu Flappy Bird gemacht. Ein neues Internetphänomen erobert die Welt. Es handelt sich dabei um das Spiel Flappy Bird. Ich könnte dem Entwickler in die Fresse hauen! Bei eBay kann man Handys um die 1000 Euro kaufen, nur weil dort Flappy Bird installiert ist. Google und Apple haben mehrere Kopien des Spiels entfernt, weil es davon viel zu viele auf dem Markt gab. Facebook hat WhatsApp gekauft. $19 Milliarden hat Facebook dafür hingeblättert. Zuckerberg begründet den Kauf damit, dass sich viele Teenager von Facebook abwenden und deshalb hat er sich jetzt WhatsApp gekauft. Vor einiger Zeit hat sich Facebook sogar Instagram gekauft. Sozusagen kauft er sich also seine Nutzer zurück. Ey, Waititi hat's echt verkackt. Ihr seid am Ende. Das Lied Hashtag ist trotz MC Fitti nur auf Platz 50 in den Charts eingestiegen. Das ist echt scheiße. Das geht nicht so weiter. Ich glaube, die trennen sich bald. Wir müssen jetzt alle für Waititi da sein. Mit dieser Kerze gedenke ich Waititi in diesen schweren Zeiten. Ihr schafft das. Ich bin für euch da. Ellen Page ist lesbisch? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist echt hart für uns Männer, aber das ist ein echt mutiger Schritt. Ja, Leute, das war's wieder mit Weekly Shit. Habt ihr noch Ideen für die Klover? Einen Spruch haben wir ja schon. Such keine Witze an der Wand, denn den größten hältst du in der Hand. Der ist von Tyler 17. Also hier und hier sind noch andere Videos vom Survival Guide. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert mal hier oben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Hallo, Leute.